Hallo Leute, es geht weiter mit Infected, der Zwillingsimpfstoff. Was ein Titel. Manchmal muss ich darüber selber schmunzeln, was ich hier eigentlich immer sage. Ich soll hier das Rätsel lösen. Kann ich das jetzt schon machen? Oder? Also ich meine, ich habe es ja schon angefangen. Wo war denn das jetzt? Ach da. So. Geh mal wieder zurück. Ach ja, so ging das. Okay. Okay. Ich verstehe. Wie kriege ich das mit den beiden hin? Also der letzte geht mit dem ersten. Okay. Der geht mit dem. Der geht nicht mit dem. Aber da ging doch noch einer mit dem ersten, dachte ich. Nee? Ach so, nur der. Na gut. Dann muss der... Den muss ich auf 3 bringen und den muss ich... So. Aber das funktioniert doch nie. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Geschickt. Muss irgendeinen geben, der... Dass die auch alle so nebeneinander gehen. Das ist schwierig. Und wenn ich erstmal mich nur um die hier kümmere? 4, 5, 7... Ja, wie sollen die denn parallel laufen? Also nicht parallel laufen. Ich stelle sie ja auch immer wieder dadurch zurück. Das ist ja total doof. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll. Da muss man so um die Ecke denken können. Und ich weiß immer nicht, ob ich daran wirklich so gut bin. Ich glaube eher nicht. Ich schätze mal so, dass... 3 oder 4 davon bestimmt normal eingestellt werden sollen direkt. Aber dass irgendeiner mit dem anderen halt so harmoniert, dass wenn man da irgendwie 2 Schritte vor und 3 Schritte zurück und so halt, dass man dann irgendwie darauf kommt. Aber für mich... Ja, nun lass mal los hier. Lässt dann nicht mal los. Oder sie. Stimmt. Oh, ich hab's geschafft. Juhu, ich hab's geschafft. Durch Herumrätseln. So, und jetzt habe ich eine Metallstange bekommen. Ach, das freut mich ja, dass ich das geschafft habe. Ja, ja, ja. Dachte schon, ich muss das lösen. Metallstange. Nö, damit kriege ich das nicht auf. Ich muss erstmal wieder überlegen. Da könnte natürlich das P hin. Genau.
Und ein Tö habe ich noch nicht. Da kam ich nicht ran, weil wo war nochmal das Tö? Das hing doch hier irgendwo. War das hier? Da kann ich nicht mehr rein. Das war doch an irgendeiner Stange. War das hier? Quatsch. Das wollte ich doch gar nicht. Da war das Tö. So, komme ich damit da nicht? Kann ich das abschießen? Auch nicht. Ne, nö. Das hätte ich jetzt gedacht, dass ich die irgendwie abschießen kann. Ah, aber hier kann ich das reinstecken. Okay, also, dann kletter da hoch, hol den Buchstaben T. Und dann bringen wir das da ran. Zack. Yay. Cool. So, dann gehen wir mal zum Tor und schließen hier auf. Bin ja schon gespannt, was da uns erwartet. Teresa Horst is alive. That's all you need to know. Forget about any negotiating. She ain't yours. You made it pretty clear you ain't letting up here anytime soon. So I'm afraid we're gonna have to resort to it. Well, more persuasive measures. You upset me now. No more chances. This ends right here, right now. Muss ich das jetzt machen? Oder schießt sie einfach drauf los? Hallo? You're smarter than you look, but I don't think you got it in you. I got bigger things to deal with right now. Watch your back. Ach, er hat ein bisschen Schiss bekommen und ist vor uns abgehauen. Na, ist ja mal interessant. Ach, da oben. Hey, Kleine. Theresa. Hallo. Winke, winke. Tschüss. Okay. Das Auto versperrt den Zugang zu dem anderen Apartmentblock. Die Türen sind verschlossen. Ah. Buntglas. Sauglocke. Ach, und das war's, oder? Wie? Hier unten kann ich auch rein. Oder da eher ran. Trinkt das Wasser nicht. In der Kiste ist etwas. Ich muss dies herunterholen. Verschlossen. Was ist hier? Da ist irgendwie... Da wurde mir doch gerade eine Lupe angezeigt, oder? Na? Nee? Na gut. Sieht wie eine Warnung eines paranoiden Mitbürgers aus. Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Da kommt irgendwie so ein... Ach so, da kommt der hin. Kann ich das da einfach schon reintun, oder? Nee. Also habe ich noch nicht alles von diesen Buntgläsern, oder wie? Na gut. Wie komme ich denn mal an die Kiste hier oben? Ach so, okay, ja, alles klar mit der Armbrust. Ich brauche eine 6-stellige Nummer, um hineinzukommen. Vielleicht hat sie ja jemand hier irgendwo aufgeschrieben. Schauen wir uns mal um. Die Glühbirne ist durchgebrannt, ich kann überhaupt nichts sehen. Aber sowas habe ich nicht, ne? Nein. Erinnert mich an meine Uni-Zeit und gleich mal einen Dreier. Aha.
Nö, ich habe ja nie so viel Basketball gespielt, obwohl es gab in der Schulzeit doch auch mal Zeiten, wo man mehr mal Basketball gespielt hat, aber irgendwie, ja, ist ja nicht gerade der deutsche Sport, würde ich sagen, in Schulen. Ach so, Ziegel ist lose. Ich frage mich, ob ich es heraushebeln kann. Hier mit dem Saugdings. Wieso nicht? Ist das denn der? Ist doch der, ne? Heraushebeln. Na, das ist ja mal interessant. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. War hier noch was? Oder? Nee, ich wollte jetzt eigentlich hier gar nicht nochmal hin. Aber vielleicht müssen wir auch noch hier hin. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht habe ich auch doch noch was übersehen. Ist hier wieder was? Bei euren Zeichnungen hier? Hm. Hinter dem Fenster scheint etwas zu sein. Ja, na klar ist da was, aber... Naja, gut. Sie macht sich hier auch ganz viel Notizen, wo ich immer gar nicht so oft reingucke. Ich hoffe, das ist, stört euch nicht so, aber wir erleben es ja gerade zusammen. Da steht ja immer nur, ja... Das ist Theresa. Sie scheint im Wohnhaus ihrer Tante Jane Zuflucht gefunden zu haben. Die Treppe ist vollkommen versperrt. Ich muss vom Erdgeschoss aus einen anderen Weg hineinführen. Die Presse hat die Gefahr des Virus bis kurz vor Beginn der Evakuierung heruntergespielt, um eine Massenhysterie zu vermeiden. Die Wände der Stadt wurden mit Warnungen überzogen. Trink das Wasser nicht. Sowie Schuldigungen an die Morrisseys scheinen die Hauptthemen zu sein. Hm. Gut. Oder auch nicht gut. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier so weiterkomme. Ich gehe mal wieder zurück. Muss nämlich noch irgendwas anderes geben, was ich machen kann. Hier kann ich nichts mehr machen. Da könnte ich hin. Da könnte ich auch noch mal hin. Aber da ist ja nur das Feuer eigentlich. Oder ist hier irgendwas... Komme ich hier damit ran? Ich brauche etwas Größeres als diesen alten Gartenschlauch. Hm. Weiß nicht. Wo soll ich denn mal hin? Ach, da soll ich doch hin. War ich hier doch richtig? Soll da hinten hin? Hier muss also noch irgendwas sein, was ich machen kann. Ja, was soll ich das jetzt einschlagen, das Auto, oder? Hier mit diesem Klopropfen. Was wollt ihr denn hier? Was soll denn hier sein? Hm, hier soll ich noch was machen können. Soll ich ans Fenster mit dem Propfen? Oder damit? Ach so, ich soll das Fenster einschlagen. Ach so, ich dachte, das macht die gar nicht. Schlägt die das da einfach ein? Da könnte doch das Mädchen hinterstehen. Weil da ja vorher stand, ja, da ist irgendwas. Gefriertruhenschlüssel. Okay. Ja. Ich habe einen Basketball. Lass mich raten. Ich darf damit Basketball spielen. Festgefroren. Ich muss das Eis irgendwie schmelzen. Hm. Noch irgendwas hier drinne? Oder kriege ich jetzt nur einen doofen Basketball? Okay. Boink. Ja. Ach so, der ist jetzt da in die Gefriertruhe. Zufällig. Ist der brennende Ball da reingehüpft? Na klar. Na klar. Na klar. Ja, der Zufall wollte es so. Mhm. Was wollte ich mit der Glühbirne denn jetzt nochmal? Da war doch hier was an der Tür, oder? Ja, genau. So. Ah, es werde Licht.
236926 23 69 26 23 69 26 23 69 26. Ja. So, Buntglas bekommen. Kann ich jetzt diesen komischen Hahn hier machen? Ich will den Hahn machen. Wie? Ich darf den Hahn immer noch nicht machen. Warum denn nicht? Ach, ich habe noch einen Knopf bekommen. Damit kann ich dann noch was zu essen holen, oder? Oder wie? Oder was? Was zum Essen für den armen Mann, der hier total hungrig ist. Geh nochmal zurück. So. Quatsch. War es das an Münzen? Ich habe nur eine. Ach ja, und dann der Knopf. Wo ist der Knopf? So. Bravo, aber ich glaube, soll ich nicht noch mehr Münzen finden? Weil für eins gibt's doch gar nichts. Das reicht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Nö, ich hab nicht genug, von daher weiß ich nicht. Ich habe ja nur einen reingesteckt. Das ist ein bisschen doof. Was soll ich machen? Ich soll noch dahin. Ich brauche ja noch mehr Münzen. Das reicht ja nicht. Kann ich hier vielleicht was machen? Das sind doch aber nicht diese Buntglaskacheln. Daraus soll doch der Dings werden, der Hahn. Bin ein bisschen irritiert, wo ich hin soll. Deswegen benutze ich hier gerade die doofen Tipps, aber das kann doch nicht sein, irgendwie. Muss irgendwas da hinten noch sein. Das andere hat nicht funktioniert. Kann ich die hier tränenförmige... Ach so, da sollen die rein. Ach, ich Dusselchen. Ja, okay. Ich dachte, naja, wie soll ja auch aus diesen Tränendingern ein Hahn werden? Also ich meine, blöd von mir. Na egal. Okay, da ist noch eine Münze. Das ist schon... Ich frage mich, ob der Rest der Fotos und die Autoschlüssel hier herumliegen. Piekschlüssel. Irgendwas für die Notizen. Oh, ist ein bisschen unheimlich hier. Eine Spiegelschere. Scherbe, nicht Schere. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Gehe ich mal nach rechts? Oh, oh. Da ist noch eine Münze. Und noch ein Autofoto. An der Kette dieser Puppe fehlt etwas. Aber ich rede schon ganz leise. Weil es so unheimlich ist. Noch ein Stück Spiegelschere. Ich gehe wieder nach unten. Und diesmal gehe ich nach links. Ein Wimmelbild wartet auf uns. Ach, wie cool. Ja, gut. Ja, 4 Teetassen. Teetasse Nummer 4. Finde ich gerade nicht. Eiswürfeltablett. Blumensamen. Da sind nur Blumen. Seltsam. Dartpfeil. Daran könnte ich etwas ändern. Okay. Was habe ich denn mal?
Was soll ich hier nehmen können? Was habe ich übersehen? Ich weiß nicht. Was hast du? Okay. Da könnte ich doch den Dartpfeil rantun. Was habe ich jetzt bekommen? Zettel. Kann ich da die an der Mikrowelle da die Zeit eingeben oder so? Wo ist denn die vierte Teetasse? Wo ist die vierte Teetasse? Ach da. Nee, da. Nee, das ist eine ganze Kanne. Ich dachte, die steht da so drunter unter der Kanne gerade. Wo kann ich denn noch was machen? Hier. Eiswürfel oder so? Hä? Öffnen, Taste, Autoschlüssel. Irgendwo hier im Schrank muss ja auch noch alles Mögliche rumliegen. Und hier dieses Stück, das liegt hier nicht. Da war noch was ich einsammeln konnte. Das waren die Blumensamen. Okay. Die kann ich hier reintun? Ja. Vielleicht sollte ich etwas anderes versuchen. Wieso? Hat doch geklappt. Hier. Brauche ich jetzt noch Wasser? Oder? Da wird mir doch noch was angezeigt. Sieht immer so komisch aus, blinkt kurz auf und dann doch nicht. Was mache ich mit dem Zettel? Den habe ich von da bekommen, das macht keinen Sinn. Da soll ich vielleicht rein? Nee, soll ich nicht. Die Schublade. Hier wird mir auch noch was angezeigt. Ja, ich weiß, ich benutze viele Tipps, aber ja, deine Uhr, was soll die mir denn bringen? Soll ich hier die Zeit einstellen? Ach so. Ach so. Boing, was habe ich bekommen? Was ist das? Batterie? Eine Batterie? Batterie? Batterie für die Mikro? Batterie für die Taschenlampe? Ja. Taschenlampe. Wo es dunkel ist, hinleuchten? Öffnen, die kann daran. Was habe ich hier jetzt bekommen? Ach, jetzt kann ich die Eiswürfel tauen. Okay, und damit kann ich die Blumensamen gießen. Nee, ist klar. Ja, klar. Und damit habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen und kann das Schloss aufmachen. Alles klar. Hier habe ich die zerbrochene Teetasse. Die ich aber so anscheinend nicht reparieren kann. Mit Klebstoff aber bestimmt eher. Zack, vierte Teetasse. So macht man das. Noch irgendwas hier drinne? Soll ich die jetzt alle hinhängen? Zack. Ah, okay. Und da waren die Autoschlüssel versteckt. So macht man das. So versteckt man seine Autoschlüssel, Leute. Falls ihr noch nie wusstet, wie ihr das machen sollt, damit keiner da rankommt. Tausendlei Dinge vorher beachten und vor allem müsst ihr die Blume kaufen. Ich möchte, dass ihr so eine Blume kauft, die so schnell wächst und dann, ne? Habt ihr ja gerade gesehen. Ja, der Part ist zu Ende. Von daher sehen wir uns im nächsten Part von Infected. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.